Ja gut, talerseits beim Freunde fürs Leben, Bar Talk mit Megalo. Schön, dass du immer noch da Ich bist. freue mich. Wir sind jetzt angelangt bei Teil 3 und ihr wisst, was das heißt. Das ist der Gesprächspart über Depressionen und mentale Gesundheit. Und da möchte ich zum Einstieg jetzt erstmal zitieren. Aus dem Track von dir, aus Regenmacher, da heißt es: Für all jene, die gescheitert sind, für all, die das, was ich sage, weiterbringt, für alle, denen die Hoffnung fehlt, für alle, die der tägliche Hustle quält, für alle, die keine Wunder sehen, für alle, die kämpfen, bevor sie untergehen, für alle, die etwas von dieser Kunst verstehen, für alle da draußen, die immer 100 geben. Was bringt dich zum Struggeln? Und wie gehst du da mit Zweifeln um? Ja, was bringt mich zum Struggeln? Ich würde mal sagen, so die großen Struggles, oder ich würde sagen, viele Struggles sind einfach universell. Also als Heranwachsender erstmal seinen Platz finden, irgendwie in diesem Leben. Also wo fühlt man sich wohl? Was möchte man machen aus diesem Leben? Also das erstmal generell und ansonsten natürlich auch viele individuelle Sachen. Also bei mir war einfach ganz lange dieses so, also ich komme quasi von aus der Erziehung, du hast super viel Potenzial, Junge, du kannst irgendwie alles werden akademisch, wenn du dich nur richtig anstrengst. Und letztendlich in der frühen Schulzeit wurde das ja dann auch unter Beweis gestellt, also die Noten waren gut und dann habe ich halt, ging es kontinuierlich bergab, leistungstechnisch und auch mit dem Rap letztendlich und der Entscheidung, ich habe mit 13 entschieden, oder nicht entschieden habe ich so nicht, aber dann gedacht, ich bin Feuer und Flamme für die Musik und ich möchte das machen. Aber letztendlich, bis dann der Erfolg kam, mussten irgendwie 20 Jahre vergehen und auf dem Weg dahin wurde mir aber die ganze Zeit prophezeit, ey, du schaffst es ja, also du bist jetzt kurz vorm Ziel quasi, also sehr viel Vorschusslorbeeren kassiert und dann baut man ja auch selber so eine Erwartungshaltung auf. Also ich will jetzt gar nicht den Leuten, die mir da Komplimente geben haben, irgendwie die Schuld geben oder Verantwortung dafür. Aber ich habe halt eine Erwartungshaltung gehabt, dass ich zu einem viel früheren Zeitpunkt in meinem Leben mit der Musik erfolgreich sein werde. Und das ist halt einfach mal überhaupt nicht so gelaufen. Also da kam dann irgendwann der Punkt, dass halt mein gesamter Blick auf mein Leben oder die Welt oder meine Entscheidung einfach die falsche ist. Und habe ich halt alles auch in meiner Musik irgendwie verarbeitet. Also das war wirklich ein sehr wichtiger Punkt, dass ich einfach, ja, das ist auch, also das ist irgendwie fast schizophren hat sich's angefühlt, auch irgendwie gleichzeitig auf einer Echo-Aftershow-Party zu sein oder ein Top-10-Album zu haben, aber dann ins Lager zu gehen für irgendwie einen extrem viel kleineren Lohn, als das wäre, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne gestanden hätte oder Jahre später dann in dem Erfolg auf der Bühne zu stehen. Und ja, da gab es sehr viel Motivationsschwierigkeiten auf dem ganzen Weg und ganz oft wollte ich die Flinte ins Korn schmeißen und hab's auch getan, sehr oft. Und ich wollte irgendwie mit diesem Lied einfach ein bisschen auch zurückgeben, dieses Gefühl einfach zurückgeben oder einfach auch zeigen, dass das letztendlich, dass ich das halt nie vergessen werde, wo ich herkomme. Also, dass es einfach so viel Entbehrungen auch waren, um zu diesem Punkt zu kommen, dass man sagen kann, man ist jetzt Top 10. Also mit diesem, wo du es gerade zitiert hast, das war ja meine höchste Platzierung bis jetzt, da war Genau. ich Top 2 in den Charts Ja. mit diesem Album und aber war parallel noch im Lager eben. Also ich habe nicht von der Musik leben können. Also dieser sozusagen Erfolg nach außen hin war nicht das, was ich gefühlt oder gelebt habe so. Und mir ging es einfach da auch darum, das für mich selbst zu verarbeiten und einfach den Leuten zu sagen, dass egal, selbst wenn es nicht so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat oder erhofft hat oder erwartet hat, dass es einfach das Wichtigste einfach eben ist, dass du mit der richtigen Überzeugung und dem Herz eben für das gehst, wofür du halt brennst. Weil selbst wenn es sich nicht lohnt oder nicht so rauskommt, wie du es dir erhofft hast, ich glaube, das ist also für mich meine Erkenntnis, dass es trotzdem der bessere Weg ist, wenn man nicht weniger das Gefühl hat, sich irgendwie selbst verraten zu haben. Also selbst wenn ich gescheitert bin, weiß ich bin halt für meinen Traum gegangen und habe alles versucht irgendwie dafür und kann dann halt hinterher sagen, wenn es nicht geklappt hat, okay, aber ich habe es wirklich versucht, statt irgendwie mein ganzes Leben vielleicht in einer anderen Situation dann zu sein und zu sagen, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich damals die andere Abzweigung genommen hätte und Ja. ja. Ist es denn so, wenn man von allen Seiten so ermutigt wird und gesagt bekommt, was man für ein riesiges Potenzial hätte und wie schnell man wahrscheinlich erfolgreich sein würde? Wenn es dann nicht so ist, fühlt man sich dann im umgekehrten Fall so ein bisschen als Versager? Ja, absolut. Absolut. Ja. Das ist ja scheiße.
Ja, das ist nicht so angenehm, nee, das stimmt. Und das kommt auch immer wieder. Also ich bin davon auch jetzt nicht befreit, ne? Weil das ist so, Rap ist ja auch so ein, ich sag mal, Young Man's Sport oder ein junges Spiel halt. Also du kannst halt irgendwie mit 16 schon the man oder the woman oder halt die Person sein, die dann irgendwie erfolgreich ist und der viele Menschen zuhören. Und sind ja auch vor allem junge Menschen, zumindest zu der Zeit, wo ich irgendwie das für mich kennengelernt habe. Und es gibt jetzt noch nicht so viele Rapper, sage ich mal, die in Würde gealtert sind oder so. Deshalb ist nach wie vor auch irgendwie das Gefühl so, wie lange kann ich das noch machen und was mache ich dann? Und ist es nicht trotzdem irgendwie verpfuscht, weil letztendlich der Erfolg, den ich irgendwie hatte, gemessen an dem, wo ich eigentlich hin wollte mit der Musik irgendwie, dass es sich halt noch nicht ganz deckt. Also ich glaube, man muss sich da immer weiter auch therapieren oder ja, einfach bewusst sein, dass es sich immer wieder einschleichen kann, so ein Selbstkritik, Selbstmitleid, alles so Sachen, wo man sich irgendwie unnötig runtermacht. Also bei mir ist es auf jeden Fall ganz extrem, kommt immer wieder. Die Leute sagen aber eher, du bist eine Legende. Was ganz gut ist, also man hat ja dann immer so diesen schmalen Grat. Entweder die Rap-Kids, die jetzt nachkommen, sagen, wer ist der alte Typ? Hatte der vor 15, 20 Jahren mal eine relevante Platte? Ich weiß nichts davon. Genau. Oder sie sagen, er ist eine Legende. Ja. Legende. Ja. Also es ehrt mich natürlich und schmeichelt natürlich auch sehr, wenn Leute das sagen. Es ist, glaube ich, aber trotzdem, also die eigene Realität macht sich aus der eigenen Wahrnehmung, also stellt sich daher. Und Verstehe ich. wie gesagt, mein Blick auf mich, also ist es halt einfach so, dass ich für mich gefühlt irgendwie das Maximum an Leistung bringen möchte, muss, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Und dass ich das noch nicht habe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, andere Leute, die in meinem Alter sind, haben vielleicht einen Job, wo sie seit 10 Jahren in die Rente einzahlen und einfach altersvorsorgentechnisch einfach schon ein bisschen vorgesorgt. Aber vielleicht haben sie auch schon mehr, vielleicht auch nicht, ne? Aber so, das sind so, also ich gucke oft gerne, dass oft auf das Glas, was halb leer ist, anstatt auf das Glas, was halb voll ist und muss mich dann wirklich selber immer wieder daran erinnern, auch über die Privilegien. Und ein großes Privileg ist, dass ich einfach einen Job mache, den ich mir selber ausgesucht habe und den ich sozusagen mache, weil mir das so viel Spaß macht. Ja. Das auch zum Beispiel, es macht nicht immer so viel Spaß, gerade wenn es irgendwie so in Richtung Auftrag und Arbeit und irgendwie Albumabgaben und letztendlich, ich mache das, um eine Familie zu ernähren, dann macht es auch nicht immer Spaß, weil man sich dann selber unnötig unter Druck setzt. Aber am Ende des Tages muss ich nicht sagen, ich habe jetzt einen Job gemacht, den ich wirklich nur mache, um Sicherheit zu haben, sondern in erster Linie mache ich den, weil ich das einfach wirklich so liebe und mich für diesen Weg entschieden habe. Was würdest du denn Menschen mitgeben, die gerade am Zweifeln sind? Hast du für dich einen guten Weg gefunden, den du denen auch empfehlen kannst, mit Zweifeln umzugehen? Ja, also für mich ganz, also jeder macht da andere Erfahrungen und ich möchte auf jeden Fall nicht so tun, als ob ich der Experte bin. Ich hoffe, dass Sachen, die ich sagen kann, Menschen da draußen was bringen, aber ich rede natürlich nur rein subjektiv. Also für mich, was ganz hilfreich ist, sich immer wieder zu sagen, also einfach nicht zu streng mit sich zu sein, sich immer wieder zu sagen, dass so das eigene Gefühl mit sich selbst, dass es nicht an Leistung gekoppelt ist, dass es sozusagen einfach. Und das hat, glaube ich, auch viel mit Dankbarkeit und auch Demut dem Leben gegenüber zu tun. Also einfach ein bisschen ein anderer Blick, dass man Sachen nicht so als gegeben hinsieht oder als selbstverständlich, wie sie sind. Also dass man zum Beispiel am Leben ist, dass man vielleicht gesund ist, dass man auch ein Dach über dem Kopf hat, fließendes Wasser. Also wirklich als Übung vielleicht auch, habe ich eine Zeit lang gemacht, habe ich auch nicht konsequent genug gemacht, aber als Übung vielleicht sich immer mal wieder, wenn man sich gerade nicht wohlfühlt, überlegen, was sind die Sachen, für die man dankbar sein kann im Leben. Also einfach als Übung darüber nachzudenken. Es fällt einem ja auch nicht unbedingt immer sofort ein, gerade wenn man irgendwie schlecht drauf ist. Und das hilft irgendwie. Und auf der anderen Seite auch ja, an andere Personen denken und ihnen irgendwie was Gutes wünschen. Das hilft auch. Also es sind so zwei Übungen, die ich für mich sehr also festgestellt habe, dass die helfen, einfach die Energiebahn, also ich glaube, ganz viel ist eben der Geist und wie man, also die Fantasie, was der Kopf, also da ist so viel Potenzial, aber auch gleich, also Potenzial in beide Richtungen, im eigenen Kopf. Das ist halt irgendwie gleichzeitig ein Werkzeug, aber auch eine Waffe, also auch sich selbst gegenüber. Man kann sich halt in seinem eigenen Geist einfach so geißeln und gefangen nehmen, dass, und das ist ja letztendlich, was passiert, auch zum Beispiel bei einer Depression, dass man da einfach in seinem eigenen Geist und in seiner eigenen Gefühlswelt auch gefangen ist und da halt nicht rauskommt. Und ja, also wie gesagt, es ist kein Patentrezept, aber für mich hilft es auf jeden Fall, wenn ich versuche, meine Gedanken in Richtung Dankbarkeit zu fokussieren oder
anderen Menschen etwas Gutes zu wünschen. Also es ist eigentlich egal, wer, dass man sich einfach random irgendjemanden vorstellt und einfach dieser Person einfach was Gutes wünscht. Also hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber dadurch verändern sich direkt die Gedanken, weil sie auf einfach was Positives fokussiert sind und auch mehr auf diese Selbstlose. Also es geht dann nicht um einen selber, sondern es ist irgendwie, und ich glaube, das ist auch als Mensch, glaube ich, auch, also Altruismus oder wie, also ich glaube, das ist ein befreiendes Gefühl, wenn man nicht nur die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt ist und sich unter Kontrolle zu haben und das Beste aus seinem Leben zu machen, sondern das Gefühl hat, dass das eigene Leben vielleicht einen Beitrag leistet für etwas Größeres. So. Und das kann schon in den Gedanken anfangen. Nichtsdestotrotz sind dir persönlich ja auch dunkle Phasen in deinem Leben nicht fremd. Welche Berührungspunkte hattest du denn konkret mit dunklen Phasen, psychischen Erkrankungen? Also ich bin noch nie irgendwie diagnostiziert worden oder deshalb auch zum Arzt gegangen. Aber ich habe so viele Tage oder auch dann Wochen oder also längere Phasen. Manchmal sind es nur, also es kann auch von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich einfach halt schlecht werden, sage ich mal. Also dass man plötzlich, also bis zur kompletten Sinnlosigkeit letztendlich, also bei mir, ich, wie gesagt, beschreibe das jetzt nur bei mir. Manchmal kommt es auch ohne, dass man halt, also ich versuche dann immer die Herleitung zu finden, wo das halt jetzt gerade plötzlich herkommt. Aber bei mir steht es, wie gesagt, im Zusammenhang mit viel Selbstkritik, aber manchmal sind auch, kann Musik zum Beispiel auch ein Auslöser sein, traurige Musik. Also ich mache auch in letzter Zeit sehr viel so mit Beats und ich habe einfach gemerkt, seit ich mich noch mehr mit Akkorden und Akkordfolgen auseinandersetze, dass ich einfach noch trauriger bin. Und irgendwie manchmal sitze ich dann da. Nur und noch Moll. So, ja. Also ich glaube, das gehört halt irgendwie auch zum Leben dazu. So, manche haben es mehr und andere weniger, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie das Bewusstsein dafür bekommt, dass man halt nicht so isoliert ist, wie man sich fühlt. Also dass innerhalb dieses Gefühls von alleine sein und irgendwie keine Hoffnung haben, dass man da auch total verbunden ist mit so vielen Menschen, die eben das Gleiche empfinden. Und man ist jetzt vielleicht irgendwie gerade nicht im Austausch und kennt diese Menschen vielleicht auch nicht, aber sie sind halt alle da und es ist irgendwie nicht, also diese Erfahrung konnte ich machen, dadurch, dass ich mit vielen Menschen einfach auf Konzerten auch geredet habe und hinterher die dann mir auch was gesagt haben, mir meinen Lieder Zuspruch gegeben und dass man einfach gemerkt hat, okay, es gibt einfach viele Sachen, die einfach universell sind und gerade jetzt irgendwie, also wir sind alle irgendwie in diesem Leben, wir wissen nicht genau, warum wir in diesem Leben sind und von unserem jetzigen Stand ist das Leben dann auch mit dem Tod zu Ende und was der Tod genau macht, weil, also das sind, glaube ich, Ängste, die so universell sind, dass jeder sich an irgendeinem Punkt einfach damit auseinandersetzen werden muss mit der Sinnhaftigkeit seines Lebens. Viele verdrängen das irgendwie, und aber also ich habe das auf jeden Fall extrem gespürt, gerade nachdem mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Also ich habe jetzt seit 4 Jahren einen kleinen Sohn und als der kam, hat sich bei mir total viel verschoben, gerade in Prioritäten, also Stichwort Familie, dass es einfach noch einen höheren Stellenwert bekommen hat und für jemand anderen da sein und seine ganzen Prioritäten irgendwie dem irgendwie unterordnen. Und also seitdem muss ich einfach sagen, vergeht kein Tag, wo ich nicht über den Tod nachdenke und teilweise echt richtig intensiv, sodass es halt einfach auch nicht besonders schön ist und Spaß macht so, aber ja, Memento Mori halt, das ist bei mir extrem, seit er da ist. Hattest du mal einen Punkt in deinem Leben, wo jemand für dich da sein musste, weil du kurz davor warst, dass irgendwie die Fälle davon schwimmen, dass du es nicht mehr gebacken bekommst? Also ich habe Glück, einfach nicht, also einfach in einer Familienkonstellation eine Partnerin zu haben, in einer Familiensituation, auch bevor mein Kind auf die Welt kommt, ist da auch schon sozusagen in einer verantwortungsvollen Rolle gewesen zu sein, Kinder mitzuerziehen. Und ich glaube, das ist mein Glück gewesen, weil das so eine gewisse, also ich merke das auch so, die Momente, wo ich so richtig, wo es so richtig tief runtergeht, das ist halt, wenn ich alleine bin so. Und wenn man dann in einer Situation ist, dass man gar nicht so lange alleine sein kann oder muss, weil man einfach im Austausch steht mit anderen Menschen, die einem wichtig sind und die einfach auch, ja, die, denen sozusagen, für die es wichtig ist, dass man halt auch funktioniert in gewisser Hinsicht. Also klar, du kannst jetzt, wenn Kinder da sind, irgendwie manche Sachen wird man sich trotzdem versuchen zusammenzureißen. Und also ich würde sagen, das war mein großes Glück, so dass ich, da würde ich schon als Stabilitätsfaktor bezeichnen, der mir sehr viel geholfen hat. Das ist nicht komplett, weil ich bin schon sehr exzessiv vom Typus her, würde ich sagen. Also das kann einfach grenzenlos in irgendeine Richtung gehen, sei es jetzt in Euphorie-Richtung, aber auch in irgendwie negative Richtung. Und dann irgendwie so einen äußeren Rahmen zu haben, in dem ich quasi funktionieren muss
und das auch für mich irgendwie so eine ganz klare Priorität hat. Also das ist sozusagen wie so ein, wie so ein, ja, Funktionsmotor. Also ich habe das dann nie über mein Herz gebracht, so komplett jetzt so auf Stillstand zu schalten. Also ich musste dann irgendwie immer gezwungenermaßen da raus, und selbst wenn ich mich nicht danach gefühlt habe und man es mir vielleicht auch angemerkt hat, einfach nur der Austausch hat schon sehr viel dann geholfen. Wie war es vor dieser Partnerschaft? Also in Phasen deines Lebens, wo du alleine warst, ohne Beziehung? Da habe ich sehr viel kompensiert mit ja, kurzweiligen Glücksgefühlen und wie man die sich halt holt. Also in meinem Leben generell hat Cannabis, also Marihuana, eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Es war in der frühen Jugend so das Tor quasi in die Freiheit, also gefühlt irgendwie, also die erste Erfahrung war halt einfach so, dass ich Gefühl hatte, hier ist ein Ort, wo ich irgendwie loslassen kann und in diesem sozusagen Zustand loslassen kann. Das ist aber die Kehrseite davon, ist, dass es bis heute ein sehr starker Begleiter in meinem Leben ist und dem auch viele, also Zeitlichkeiten unterworfen werden. Also man kann auch von Sucht sprechen irgendwie so. Mhm. Es ist keine körperliche Abhängigkeit, weil ich auch mittlerweile mit dem Tabak irgendwie, das war körperlich, wo man es dann auch gemerkt hat, als ich dann aufgehört habe, Tabak zu rauchen. Aber so grundsätzlich mein ganzer Alltag, wie ich Musik mache, wie ich funktioniere, wie ich irgendwie mit dem ganzen Input, der so auf einen einprasselt in dieser, sage ich mal, Überfluss-Informationsgesellschaft, wie ich damit umgehe, ist halt darüber. Also es ist definitiv ein Defizit, dass ich bis jetzt keine Alternative für mich gefunden habe, wie ich das komplett ohne. Also es ist wie so eine, ja, vielleicht auch wie eine Brille irgendwie so oder ein Filter. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also das muss man natürlich auch immer erklären, weil manche denken, ist bei jedem auch anders. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich dann in so einen Zustand komme, wo ich jetzt völlig berauscht oder irgendwie, ist es eher, ich funktioniere dann normal und kann mich auf das konzentrieren, was ich halt machen möchte und habe nicht tausende Angstfragen noch zusätzlich im Kopf. Aber das ist bei jedem anders und tatsächlich gibt es bei mir Phasen, wo ich das Gefühl habe, dass dieser ständige Konsum auch eher so die negativen Phasen noch verstärkt. Also dass eine gewisse Sensibilität einfach da ist, auch bestimmte Emotionen noch stärker zu fühlen. Also ich habe da für mich auch noch nicht die Lösung gefunden. So, bin weit davon entfernt, aber es ist halt, glaube ich, einfach etwas, wo man nicht an den Punkt kommt, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt läuft's und ich kann mich zurücklehnen, sondern es ist irgendwie, wie das Leben halt ist, so ein permanentes Wachsen und neue Erkenntnisse kommen dazu und das Weltbild verändert sich. Manche Sachen stellt man in Frage und schafft sie vielleicht hinter sich zu lassen und andere Sachen nicht. Also zum Beispiel, ich bin früher auch viel auf Party gewesen und habe halt das ganze Partyleben auch sehr exzessiv genossen, sage ich mal, und an irgendeinem Punkt in meinem Leben war es aber dann nur noch zerstörerisch und hat mir nicht mehr das gegeben, was es mir zum Beispiel gegeben hat, bevor ich irgendwie in dieser Konstellation war mit, ja, also Verantwortung und Familie. Hast du das Gefühl, dass junge Rapper und Rap-Kids wieder näher an den Drogen sind, als das schon mal war? Das kann ich ehrlich gesagt ganz schwer beurteilen. Die Drogen verändern sich natürlich auch, aber nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube einfach, es wird immer Drogen geben und das große Problem ist eher so der Umgang und die Informationen dazu in der Gesellschaft. Also ich finde die Kriminalisierung von Drogenkonsum ein großes Problem, weil letztendlich damit keine Aufklärung stattfindet und Konsumenten einfach kriminalisiert werden und man überhaupt nicht auf den Grund sozusagen des Konsums eingeht und vielleicht auch die Qualität des Konsums letztendlich auch dadurch vermindert, dass es halt immer auf dem illegalen Markt dann passiert. So. Ja. Vielleicht zum Schluss, was wären so deine persönliche Botschaft an junge Menschen in Krisensituationen? Hast du einen Rat? Also der Spruch, der für mich irgendwie die größte Allgemeingültigkeit im Leben hat, ist aber auch nur ein Spruch, ne? Wie gesagt, das muss für jeden anders sein, dass sozusagen, wenn man im tiefsten Tal steckt und denkt, da kommt man nicht mehr raus, dieser Satz, auch das geht vorbei. Das ist für mich so, wenn man das Leben betrachtet, ist es, glaube ich, irgendwie gefühlt der einzig valide Satz, den man irgendwie in jede Lebenslage und quasi aufs ganze Leben anwenden kann. Ich habe den Satz auch nicht mir selber ausgedacht, sondern es ist irgendwie aus einer ganz alten Geschichte, wo ein König, glaube ich, irgendwie seine gelehrtesten Menschen, Weisen in seinem Land gefragt hat, dass sie ihm irgendwas, also halt sowas, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, entweder den Spruch oder einen Ring oder irgendwas machen und das war halt der Spruch, mit dem sie dann gekommen sind. Und tatsächlich gibt er mir auch sehr viel, weil es wirklich, das merkt man dann auch, wenn man älter wird und bestimmte Sachen dann auch einfach wie so Schleifen einem vorkommen, dass man merkt, okay, hier an diesem Punkt war ich vielleicht auch schon mal, dass es wirklich so ist, dass
auch, also auch die schwersten Phasen auch vorbeigehen, zumindest rückblickend betrachtet in meinem Leben. Und genauso gilt es natürlich auch für die guten Phasen, aber das ist halt, so ist halt das Leben einfach aufgebaut und nichts bleibt sozusagen für immer. Und die Erkenntnis macht nicht unbedingt Spaß, aber sie hilft irgendwie für mich, also mir hilft sie in manchen Momenten einfach damit umzugehen. Aber es ist trotzdem, es ist ein tägliches sich auseinandersetzen und sich auch bewusst machen. Es kann helfen, dass man sich das irgendwie so quasi auch irgendwo hinschreibt, dass man Anhaltspunkte in seinem täglichen Leben hat. Weil wie gesagt, die eigene Wahrnehmung macht die eigene Realität und in deinen vier Wänden oder wo auch immer du dich aufhältst, alles, was du dort visuell und auch anders konsumierst, sage ich mal, oder was zurückkommt, ist letztendlich, was deinen Alltag auch ausmacht. Also wenn du jetzt irgendwie in einer 2x2 Quadratmeter Zelle sitzt ohne Licht, dann wird das dich halt extrem in eine Richtung prägen, wie wenn du, keine Ahnung, einfach eine ganz andere Situation. Also was helfen kann, worauf ich hinaus will, ist sich auch wirklich vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Satz findet, wie ich in meinem Fall, dass man sagt, okay, das ist irgendwie ein Anker, das ist ein Satz, wenn ich ihn lese oder wenn ich ihn sehe und mich damit auseinandersetze, zieht er mich wieder hoch, dass man sich das irgendwie sehr prominent auch in sein Wahrnehmungsuniversum einbaut. Also sagen wir einfach irgendwie ein großes Blatt Papier und das einfach an die Wand kleben, wo das draufsteht und vielleicht an einem Punkt, den man halt immer sieht. Vielleicht auch immer an einem Ort, wo man mit diesen, vielleicht ist es ja auch ein Ort, ne? Bei mir ist es oft im Bad so, ich mache viel meine Musik auch im Bad, weil auch wegen Kiffen und nicht in der Wohnung und so, aber das wäre jetzt zum Beispiel für mich ein Ort, wo es helfen könnte, vielleicht, wenn da gewisse Botschaften oder gewisse Anregungen sind, ja, die mir helfen, das Ganze positiver zu sehen. Ich bin noch nicht so weit in der Umsetzung, aber ich glaube, das kann definitiv helfen. Und dass man einfach nicht zu streng mit sich ist, einfach wirklich, ja, man ist halt einzigartig. Jeder Mensch ist, wir sind zwar als Menschheit ein Kollektiv und irgendwie, eigentlich sind wir irgendwo alle gleich in dem, was es halt Leben ausmacht. Wir müssen alle atmen, wir müssen alle aufs Klo gehen, um irgendwie zu funktionieren, aber doch ist jeder einzigartig und für diese Einzigartigkeit auch einfach unersetzbar in dieser Welt. Ich glaube, das ist irgendwie so auch ein Bewusstsein, was man in dunklen Momenten vielleicht, also was einem helfen könnte, was natürlich schwieriger ist, wenn man ganz alleine ist. So. Aber auch dann bitte nicht die Hoffnung aufgeben, weil nur weil man selber das jetzt gerade nicht sieht oder vielleicht einfach noch nicht in der Situation war, dass einem die eigene Bedeutung für dieses Kollektivleben irgendwie deutlich geworden ist, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Also es können so viele Sachen noch passieren oder im Verborgenen passieren und ich glaube, man macht sich damit nur verrückt. Wichtig ist es halt irgendwie versuchen, das wie so ein Mantra im Kopf, dass es halt das eigene Leben ist einfach unersetzbar so und deshalb ist jede Person einfach wichtig und keine Person sollte denken, dass sie hier nicht gebraucht wird. Und ja, also alle bitte und natürlich ganz wichtig, versuchen rauszufinden, was es selber ist im Leben, was man braucht, wo man hin möchte. Also der Spruch auch, platte Sprüche, ne, merke ich im Alter auch, aber halt dich an deiner Liebe fest, ist so ein Satz, ich habe den lange nicht verstanden, so heißt auch ein Song von Max, aber letztendlich, es gibt einfach Momente, du wirst in deiner Angst einfach keinen Halt finden und du bist dann so verloren und weißt gar nicht und wie gesagt, das kann bis dann einfach in Situationen enden, wo du halt nicht weißt, warum du überhaupt noch hier bist, so und aber sich an deiner Liebe festhalten bedeutet, glaube ich, einfach so ein bisschen als Kompasseinstellung, so versuch wirklich nach dem zu gehen, also und vielleicht ist es auch nichts, was man jetzt in diesem Moment gerade erlebt, aber vielleicht ist es was, was man früher mal gefühlt hat. Etwas, wofür man, wo es einfach ein warmes Gefühl im Herz gab, was man schön fand, was einem was bedeutet vielleicht, was einen gerührt hat, wo man das Gefühl hatte, das findet man schön, dass man versucht, seine Gedanken und seine Energien darauf zu konzentrieren und wirklich daran festzuhalten und zu sagen, das Leben lohnt sich dafür halt so. Und diese Momente müssten nicht nur in der Vergangenheit liegen, auch wenn sie lange her sind so, sondern das sind alles Sachen, die in einem drin schlummern. Man selber ist das Universum halt quasi, was man wahrnimmt. Alles, was du drin bist, ist das, was du nach draußen hin wahrnimmst. Und wenn man wieder diesen Zugang zu diesen Gefühlen halt bekommt, dann kriegt man da einen Ausweg aus der Dunkelheit. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Gedanken und dass du mit uns gesprochen hast. Danke, dass ich das durfte und ja, ich hoffe, dass es irgendwie einen Beitrag leisten kann. Das wird's. Dankeschön. Danke. Danke an euch fürs Zugucken.